Mein Vater war Journalist, ich bin in diesem Milieu auch groß geworden. Jetzt meine Mutter war Anwältin, aber mein Vater eben Journalist, der am Bayerischen Rundfunk wirklich nach dem Krieg mit aufgebaut hat. Also meine Erinnerungen und auch die schriftlichen Belege, die ich halt, die gehen wirklich zurück, dass ich 5, 6 Jahre alt war und halt wirklich schon damals Archäologe in Ägypten werden wollte. Wo das jetzt herkam, weiß ich nicht. Und mir mein Vater aufgezeichnet hat, eben eine Pyramide für Archäologen und ein Fernglas für Astronomen, damit ich das damals auseinanderhalten konnte. Und dann später eben durch Lektüre, durch Filme, durch Erzählungen. Mein Vater, der dann im 60er Jahren damals mit Helmut Schmidt Verteidigungsminister im Sudan war und hat mir davon erzählt und hat schon gesagt, oh, um uns zu locken, ja, wenn wir da umziehen, dann kannst du jeden Tag mit dem Kamel in die Schule und so weiter. Und es sind halt viele Elemente, die mich halt wirklich seit Kindeszeiten an der Wüste fasziniert haben. Und ich bin dann eben, seit ich 17 wurde, ja praktisch jedes Jahr in irgendwelchen Wüsten gewesen. Und eben jetzt seit 37 Jahren beruflich jedes Jahr in der Sahara hauptsächlich. Und das war wirklich also nicht mein Beruf, sondern eher meine Berufung.